Nein, die wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die Pumpgun. Ja, so viel Schuss haben wir dann gar nicht verschwendet. Und ich weiß gar nicht, ob die mir jetzt Schaden gemacht haben, oder? Also, weiß ich nicht. Boah, war doch noch einer. Wo? Hier hinter mir. Okay. Na gut, ich habe jetzt auch schon wieder gar nicht drauf geachtet, wie viel ich gerade hatte. Doch ich glaube, ein bisschen Schaden haben sie meiner Energie zugefügt, ne? So, Mama Headcrab ist tot. Dann lass mal weitergehen. Kommen wir hier runter, ohne Schaden zu nehmen? Ja, tatsächlich. So, dann laden wir erstmal ganz kurz Leben auf. Ich trinke da mal kurz meinen O-Saft aus. Magnifico. Okay, und noch einen Schluck schwarzer Tee hinterher, um den köstlichen Geschmack wieder verschwinden zu lassen. Ach, was total Sinn macht. Okay, gut. Es geht wieder mal zum Teleport. Mal schauen, welches Drecksvieh uns diesmal erwartet. Eindringlich. Oha. Ich glaube, wir haben jemanden sauer gemacht. Oh, what? So, erstmal alles, was runterkommt, hier gleich niedermachen. Ich fürchte, hier kommen gleich auch Gorillas. Ich weiß es aber nicht. Geht's in den... Was passiert mir, wenn ich in den Löchern bin? Komme ich ja wieder raus? Nee, ne? Ich komme nicht wieder raus aus den Löchern. Na, das ist ja geil. Okay, neuer Versuch. Wir denken los. Oh, nicht ins Loch fallen. So, speichern. Weiter. Die Schiffe verschwinden. Aber irgendwo... Ja, da ist noch einer. So, einmal ins Gesicht rein. Oh, nicht die Dinger. Komm, die sind nervig. Oh, fuck. Ja, da sollte man nicht reinfallen. Nein, das sollte man nicht tun. So, wo haben wir denn hier jetzt jemanden? Hallo? Oh ja, jetzt kommen sie. Okay, dann nehmen wir nochmal den Colt. Oh, warte mal. Lass das für ihn. Und ich sehe gerade hier oben ist auch noch einer. Ich schieß nur vorbei. Okay, das war's zu denen. Boah, wie viel ich hier wieder vorbeigepulvert habe. Wahnsinn. Okay. Jetzt haben wir eigentlich bloß noch die Fliegedinger. Wie holen wir die am besten runter? Wir können es auch erstmal so probieren eigentlich. Mal sehen, wie viel die da aushalten. Einiges. Okay, einen haben wir zumindest mal so runtergekriegt. Und da ist schon wieder ein normaler. Bleib mal schön stehen hier. Schön da bleiben. Okay, die Dingens ist fast leer. In Ordnung. Dann müssen wir mal irgendwelche andere Geschütze rausfahren. Bitte. Du darfst noch umfallen. Es ist dir gestattet zu sterben, mein Freund. Was? Oh. Na toll! Das war nicht so erfolgreich. Was? Warum driftet er so? Kann mir jemand erklären, warum er so driftet? Ist ja unglaublich. Okay, wir müssen mal irgendwelche anderen Waffen auspacken hier. Der ist wahnsinnig am Rutschen, habe ich das Gefühl. So, komm, etwas schneller. Das aus für den. So, bei denen brauche ich nicht mit der Waffe ankommen. So, das war's für die schon wieder. Da muss es eben wieder der Colt sein. Okay. Noch mehr? Oh, hier ist diese Ritze. Gerade wieder im Vollgalopp drüber gerannt über die Stelle. Gibt's noch jemanden? Wer will noch? Kommt schon, zeigt euch. Ach, hier.
Ja, geht auch so. Wir können auch im ärgsten Gedränge noch mal mit dem mit der Crowbar ein bisschen verprügeln hier, mit dem Brecheisen. Okay. Ich bleib mal ein bisschen in Deckung. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt wirklich hier einfach nur töten müssen oder ob wir eigentlich irgendwo hin sollen. Es kann auch sein, dass wir hier auf die umliegenden Inseln müssen. Die sehen irgendwie so aus, ne? Oh Gott, das war nix. Vielleicht muss ich auch diese Dinger zerstören. So, schauen wir mal. Also irgendwie scheine ich die ja zu treffen, oder? Puff hat's gemacht. Was kam denn da von oben runter? Man weiß es nicht so genau. Keine Ahnung, ob das hilft. So, wir rennen einfach mal hinterher. Nicht in den Abgrund. Ach, Junge. Mann. So, gut, nicht den. Bitte das. So, wir halten einfach mal ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwie... Ja, die verpiffen dann auch einfach, ne? Verpisst euch. Irgendwie scheinen sie ja gerade alle... Nicht da rein, bitte. Die scheinen ja gerade alle abzuziehen, ne? Ja, sieht so aus. Okay, dann haben wir den, dem Ansturm mal standgehalten hier. Sehr gut. Die Frage ist, hier drüben ist noch einer. Kommen die immer wieder neu? Ja, sieht bald so aus, hä? Geh doch mal mit dir hoch. So, ansonsten kommen aber keine Gegner. Die Frage ist, was müssen wir genau tun? Ich kann ja auch gar nicht hochspringen, habe ich das Gefühl. Nee, das bringt nichts. Genau ins Loch, sehr gut. Aber kann ich vielleicht auf so ein Ding irgendwie aufhoppen? Oder was soll ich denn tun? Ich weiß es doch nicht. Nee, ich kann einfach nicht. Nee, das geht nicht. Dankeschön. Ah, was soll ich tun? Was soll ich tun, ist die Frage. Ich habe aber halt die Vermutung, dass ich hier irgendwie auf so ein Ding drauf muss. Aber ich würde ja gerne erstmal auf diese Zwischenteile kommen. Komme ich so hoch? Nicht doch. Na, du musst auch springen. Nee, das bringt's nicht. Ich brauche aber ja auch nicht hinterherrennen, dann noch zu versuchen. Das bringt's auch nicht. Ja, da, ne, keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht. Das ist gerade irgendwie doof. Aber ich glaube, das ist die Lösung bald. Ach, Junge. Kannst du mal... Warum hängst du hier in der Ecke fest? Hallo, bitte mal bewegen. Dankeschön. Das macht mich hier wahnsinnig. Diese Steuerung ist so schrecklich. Tut mir leid, aber... Ansonsten, von mir aus kann man das Spiel ja mögen, auch wenn es teilweise ziemlich unfair und nervig ist, aber diese Steuerung ist so unglaublich grässlich. Die ist so schlecht. Geh doch da mal da drauf. Ach, Junge. Ach, Manno. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Kollege, du musst doch mal da drauf gehen, ey. Zisch, der ist etwas hoch. Eigentlich kann nur der eine hier mir helfen. Ich speichere jetzt mal an der Stelle. Ja, das hat gut funktioniert mit dem Springen. Warum springst du nicht? Warum springst du nicht? Ich will eigentlich den... Der springt nicht. Ich will eigentlich den Duckjump machen. Aber der will irgendwie nicht springen an dieser Stelle hier. Ja, ja, nein. Aber ich war da dran. Ach komm schon, Junge. Mensch, das muss doch funktionieren. Da könnte ich zum Berserker werden. Jetzt wollte er wieder nicht springen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an der Stelle hier liegt, dass er da nicht springen will, dass hier irgendwas ist, was ihm irgendwie nicht so in den Kram passt. Ach komm, ich war doch... Nein. Bitte hier. So, nochmal. Nein. Ach, wirklich? Scheißdreck. Ach, das ist nervig. Der rutscht hier auch unglaublich hin und her. Wenn ich versuche jetzt noch mal kurz ganz
kurz noch ein paar Versuche hier. Also ein paar Versuche gönne ich mir noch. Wenn es da nicht klappt, dann mache ich das, ohne dass ihr dabei seid. Weil es, glaube ich, nicht allzu spannend ist, mir dabei zuzuschauen, wie ich ständig gegen dieses Ding hoppe und dann abpralle. Ja, genau. Oder auch unten dran hoppe. So. Klappt's? Nein, es klappt nicht. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist total bescheuert. Bis gleich. Praise the Lord in heaven. Ich hab's endlich geschafft. Ich bin drauf auf dem Ding. Dankeschön. Ja, ich habe ja aber zum Glück gespeichert. Ich bin endlich drauf auf diesem Ding und ich hoffe, das ist auch das Richtige, auf dem ich hier... Es ist nicht das Richtige, glaube ich. Auf dem ich drauf bin. Es sei denn natürlich, wir müssen versuchen jetzt von hier aus... Nein, das klappt nicht. Oh, nee, sag mir bitte nicht, dass ich auf dem Falschen drauf bin. Auf jeden Fall, weil ich mir nicht sicher war, ob das wirklich die richtige Lösung ist, habe ich mal sicherheitshalber in einem Walkthrough nachgeschaut. Und ja, es ist leider die richtige Lösung. Man muss tatsächlich diese Scheiße hier über sich ergehen lassen und auf diese Dinger draufklettern. So, aber wenn das nicht der richtige ist, welchen muss ich dann versuchen zu kriegen? Nee, das kann nicht der richtige sein. Ich will nochmal kurz gucken bei dem anderen hier. Der hier ganz rechts, der ist auch unglaublich lahm, sehe ich gerade. Der scheint weiterzufahren, ne? Okay, wenn das so ist, dann lade ich nochmal einen anderen Spielstand hier. Der sollte... Oh ja. Ja, da habt ihr gesehen, wie ich ursprünglich mal auf dem Ding drauf war, nämlich gerade noch so außen auf der Kante. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal schauen, wo der überhaupt lang fliegt. Der hier außen. Der ist es nicht. Der? Muss er bald... Wie kommt man denn auf den drauf? Scheiße. Okay, wir probieren das mal. So nicht, so nicht. Na, das kann ja heiter werden. So, da habe ich jetzt extra eine Pause gemacht, um auf das Ding draufzukommen. Und da ist das Falsche. Da habe ich wahrscheinlich etwas zu früh wieder eingesetzt. Na gut, dann müssen wir jetzt halt mal warten, bis das Ding durch ist. Oh. Schnarch. Das ist aber auch echt dumm gemacht. Also sorry, aber dieses Spiel hat echt zu viele Stellen, an denen es Jump'n'Run spielen will. Das ist halt einfach... Das ist nicht das Ding von diesem Spiel. Da kann ich nichts für. Das ist halt einfach... Diese Steuerung ist einfach scheiße. Die kannst du nicht für ein Jump'n'Run benutzen. So, und wie komme ich denn jetzt da drüben auf das Teil drauf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf dieses Ding drauf kommen soll. Muss ich von einem... Kann ich dieses Teil eigentlich hochklettern? Nee. Muss ich von einem Matter auf den anderen draufspringen? Oder wie soll ich das machen? Muss ich von diesem komischen Stein da drauf hüpfen? Oder wie soll ich da hinkommen? Ich weiß es nicht. Und das regt mich auf, das regt mich wirklich auf. Weil das einfach Sachen sind, die müssen nicht sein in dem Spiel. Das frustet einfach nur. Das ist totaler Rotz, sowas einzubauen. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Gut, das war absolut sinnlos. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es irgendwie mal auf den geschafft habe. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Bis gleich. So, das war ja nicht so erfolgreich mit dem ersten Ding, auf dem wir da rumgeflattert sind. Tja, ich habe auch ehrlich gesagt keinen Weg gefunden, von hier unten aus irgendwie da drauf zu kommen. Und ich würde ehrlich gesagt auch gern mal die Plattform da oben erkunden. Es gibt eine Sache, die habe ich hier schon mal so nebenbei mit mir angeschaut. Aber das können wir vielleicht nochmal extra jetzt machen. Und zwar gibt es hier eine Höhle. Genau, und in dieser Höhle können wir... geh mal weg. Hier erstmal uns wunderbar heilen und hier drüben lag auch ein Stück Energie rum. Und in dieser Höhle gibt es auch einen Weg, der noch tiefer reinführt. Den habe ich schon mal erkundet, also ich weiß, wo der hinführt. Von daher, ich glaube, das könnte uns helfen. Also ich habe es noch nicht bis zum Ende probiert, ob das funktioniert. Aber ich glaube, der könnte uns helfen, hier irgendwie weiter voranzukommen. Huch. So, dann schauen wir einfach mal. Geh doch mal bitte weiter, Gordon. Dankeschön. So, wir kommen jetzt nämlich erstmal etwas tiefer rein in dieses ganze Gangsystem. So, da wollen wir uns gleich mal auf die Headcrabs stürzen, solange sie noch... Ja. Ja, das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob das so gewünscht ist, aber irgendwie werden wir hier halt verdaut. Das
scheint also so, als ob wir in irgendeinem Organismus drin sind. Ich habe keine Ahnung, wo der kleine... Da ist er. Da war er hin, der kleine Headcrab. So, da gehen wir auch mal raus wieder aus dem Maul. Ihr fragt mich nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, wir gehen auf jeden Fall weiter. Und hier war meines Erachtens nach... Das war weg, gar nicht hier. Hier war meines Erachtens nach erstens ein wenig Heilung. Und zweitens genau dieser Junge. Dieser junge Herr. Oder Dame. Ich weiß nicht, was er darstellt. Genau. Und dann laden wir uns nochmal auf. So. Und weiter geht's. Wir nehmen auch gerne noch ein bisschen von der Muni mit. Das ist auch sehr schön, dass es hier noch welche gibt.